Neuanfängen ein Zauber in den Mond, weil du ja ein Zauberer bist, indem du eine Entscheidung triffst, Veränderungen zuzulassen. Manchmal ist es vielleicht anstrengend, weil du Altes loslassen darfst, an dem du anhaftest. Ja, wir haften so gerne an. Teilweise auch schöne Dinge. Also bei mir sind es eigentlich immer schöne Dinge. Aber ja, wenn man die schönen Dinge nicht loslassen will, ja, wie sollen denn da dann noch schönere kommen? Weißt du, es ist ein bisschen so wie mit dem Wind hier. Der trägt auch Samen dahin, wo fruchtbarer Boden ist. Und es ist ein bisschen wie mit diesem Feld hier. Erntezeit. Immer wieder ernten. Dann wieder neu sehen. Dann wachsen wieder neue Pflanzen. Schau mal, wie die Vögel sich erfreuen, weil dann kann man so miteinander irgendwie, ne, auch ernten, damit Neues auf die Erde kommt, ohne dass wir uns trennen von Dingen. Ja, wie soll denn da Neues auf die Erde kommen? Mach mal Dinge, die du noch nie gemacht hast. Es befreit dich. Neues gibt es ja noch nicht, weißt du? Du kannst schon andere nachahmen. Aber entspricht dir das dann? Ist es dann dein eigenes? Ist es dein Tanz? Ist es deine Melodie? Ist es deine Komposition? Oder lässt du dich gar manipulieren und von anderen bestimmen und von den Medien, was Trend ist und was du haben solltest? Wie du dich verhalten solltest, was du gut finden solltest. Hopsi! Mal neue Perspektiven ein. Denk mal was Neues. Ja, wie denkt man denn was Neues? Das macht man so, dass man erstmal den Geist leer kriegt von dem, was man alles denkt, was man weiß. Das mag das Ego überhaupt nicht. Weil wir stützen uns ja darauf, was wir wissen, wir sind so konditioniert. Die Ausbildung studieren und die Ausbildung und dann hier aufsteigen und wer diesen Status hat und wurden Berufswelter geschaffen. Der eine kontrolliert den anderen und wer ist in der höheren Position? Alles nur fürs Ego und zur Blendung. Aber wir fallen halt drauf rein, ne? Eigentlich ein bisschen blöd. Siehst du diesen Samen hier, wie der fliegt? Der sucht sich jetzt einen schönen Ort. Diesen Mais wächst hier. Und wie wächst du? Was denkst du, wie wächst du? Und suchst du dir immer wieder einen neuen Ort, wo du wachsen kannst?
Oder sind wir verhaftet und bleiben an einem Ort, weil wir den kennen, weil wir uns das sicher fühlen? Leben ist Veränderung. Und vor nichts hat unser Ego mehr Angst. Vor nichts haben wir mehr Angst, wie dass sich die Dinge verändern, weil wir uns dann unsicher fühlen. Sich zu lieben, auch wenn man unsicher ist. Und daran zu wachsen, dass man Dinge bewältigt, wo man davor nicht wusste, wie die gehen. Ja. Das ist ein Weg. Oft ergeben sich die neuen Dinge, indem man mal still ist im Geist. Wir grübeln gern und denken über Dinge nach. Aber dadurch ändern die sich nicht, dadurch werden die noch manifester. Je öfters wir über etwas nachdenken, desto unflexibler wird unser Geist in diesem Punkt. So, warum wir aber aus Schlaufen nicht rauskommen, warum sich Dinge immer wieder wiederholen, die wir gar nicht wollen, hat mit diesen tiefen Furchen und Gräben in uns zu tun. Die sind nicht nur aus diesem Leben. Und deshalb sind sie so und quälen uns, bis wir in die Lage versetzt werden oder uns versetzen, dass wir diese Dinge auflösen. Ja, das ist damit gemeint, mit diesem Rad, aus dem wir nicht rauskommen. Karma auf tiefer Ebene heißt halt, ich habe etwas erlebt, das hat mich so dermaßen geprägt, und diese Prägung rauszubekommen, also im Grunde wie so ein Branding, ja, das ist gar nicht immer nur leicht. Ja, aber dennoch ist die Zeit jetzt gekommen, sich davon zu lösen, von diesen Furchen, Wunden der Kindheit. Stell dir vor, im vergangenen Leben hast du als Mensch erlebt, dass du ständig Menschen verloren hast. So bist du jetzt mit dieser Furche da und verlierst weiterhin Menschen, weil du dieses Resonanzfeld aufgebaut hast. Sich daraus Glaubensmuster gebildet werden haben, die dich super stark in diesem Muster halten. Es geht mit Bewusstsein und Liebe. Für uns alle geht das. Die Natur ist deshalb so hilfreich bei all diesen Prozessen. Weil sie tatsächlich Wandel kennt. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Es vergeht immer wieder. Und weißt du, es kommt dann immer wieder was Neues. Und es gibt Samen, die dann wieder aufgehen. Das Problem sind unsere künstlichen Gedanken. Darum dürfen wir wieder natürlicher werden. Das Unkünstliche gibt uns aber Sicherheit. Das Unnatürliche, das Künstliche. Ich mag ja das Wort Kunst total, ich bin ja Künstlerin, deshalb gab es da jetzt Probleme. Also das Unnatürliche, das ist einfach nicht gesund. Und dennoch halten wir es aufrecht, weil wir es kennen, weil wir Vorbilder haben, weil wir was nachmachen können, weil es uns Sicherheit gibt.
loslassen. So leicht gesagt. So wichtig zu üben. Denn das ist Fluss und Lebenslust. Dann fließt die Energie. Wir stagnieren oft und bauen Blockaden auf, weil wir etwas nicht loslassen wollen. Ja, und wir dürfen da auch Verständnis für uns haben. Das hat oft mit Kindheitswunden zu tun. Da werden wir angewiesen, dass wir in Sicherheit sind, Bezugsperson haben, in Liebe willkommen geheißen werden auf der Erde, weil es eh hier so niedrig schwingt und das war halt nicht so. Aber diese Liebe können wir in uns kultivieren. Das ist das echte Labkraut. Und hier haben wir noch Schafgarbe, beide sehr wertvolle Kräuter. Und da ist die Wiese schon gemäht und es kommt trotzdem noch. Das ist so wichtig dieses Jahr, fühle ich. Und es ist gelb, sonnengelb. Und es hat lauter kleine Sternchen. Himmelsboten sind das hier. Also das finde ich jetzt sehr spannend, was hier gelegt wurde. Ein Steinkreis. Ich baue auch gerade Steinkreise. Das allerdings ist hier an einer Urkirche und an meinem Baum und an einem Ort, wo sehr viel Frieden ist. Für mich so die Urmutter, die Allmutter. Der Frieden sehr präsent. Ich immer in Frieden in meine Mitte. Ja, also gerade treten viele Gedächtnisstörungen auf. Ich bemerke auch Schilddrüsenthemen. Ich weiß nicht, ob es vor allem die Frauen sind. Viel Vergesslichkeit. Einerseits haben wir hier 5G und Strahlungen, die uns negativ beeinflussen. Belastungen im Elektrosmogbereich, Störfelder, die ganz gravierend wirken. Da dürfen wir nicht naiv sein und gleichzeitig, wenn wir viel vergessen, ist es auch möglich, dass wir Neues denken. Die kosmische Einstrahlung wird stärker, die Auswirkungen. Es will auch ein neuer Geist auf die Erde kommen, was ja oft in dieser weißen Taube dargestellt ist. Ach, schön wäre es halt, es wäre ein heiliger Geist, ein heiliger neuer Geist, ne? Ja, Bäume helfen sehr und Barfußlaufen hilft sehr, diese elektromagnetischen Strahlen auszugleichen, die Natur insgesamt. Ja, es gibt da allerlei Möglichkeiten. Wichtig ist aber vor allem, dass wir unseren Geist nicht belasten, nicht in die Angst gehen, sondern Möglichkeiten für uns finden. Wenn wir manchmal jetzt genauer schauen, sehen wir Zeichen. Wir können unsere Wahrnehmung der Welt immer verändern. Was meinst du, wie viele Menschen diese Zeichen in dieser Kirche sehen, außer mir? Vor allem die Menschen, die hier jeden Tag, seit sie geboren sind, vorbeilaufen. Das, was wir gewohnt sind zu sehen, das sehen wir, das halten wir für die Wahrheit. Das halten wir für die Realität. Dabei gibt es zig Millionen Realitäten wie Menschen. Der innere Frieden, der ist das höchste Gut. Und hier an diesem Platz
entfaltet er sich immer bei der göttlichen Mutter, der Energie, die uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Ja, jetzt bin ich hier gerade zum Essen eingeladen worden. Ist auch schön. Und die Glocken sind ja auch sehr bereinigend. Klänge insgesamt können helfen. Gute Klänge und Frequenzen. Viele Glocken klingen auch nicht gut. Also Schwingung. Schwingung ist entscheidend, welche. Ob sie Felder harmonisiert oder eher zerstört. Also wie schwingt etwas. Hier ist es aber sehr friedvoll. Und wenn man länger an einem Ort ist, dann genau, kommuniziert man ja. Deshalb ist auch der Arbeitsplatz, wie ist da die Stimmung, die Energie so wichtig, ja? Oder die Situation ums Haus rum, die Menschen, mit denen man ist. Und wenn man sich selbst da verändert, dann ist es oft auch so, dass eben das Drumherum auch anders wird, anders werden sollte, damit es wieder passt. Ja, und das ist halt, wenn man sich entwickelt und schnell, dann können auch viele Veränderungen geschehen. Ja, in diesem Sinne, eine gute Nacht, gute Regeneration und morgen ein Aufwachen, ein ganz neues Aufwachen mit ganz neuen, positiven, guten Gedanken. Gutes Nächtle aus Schwaben.